Wir klären nun, welche Phasen Schülerinnen und Schüler durchlaufen werden beim Erlernen des Symmetriebegriffs. Am Anfang steht sicherlich das intuitive Begriffsverständnis im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler werden Vorerfahrungen aus der Primarstufe und dem Alltag mitbringen. Überlegen Sie einmal selbst, was glauben Sie, stellen sich Schülerinnen und Schüler unter dem Symmetriebegriff vor? In der Primarstufe werden beispielsweise symmetrische Figuren durch Spiegeln, Ausschneiden, Falten oder Ähnliches hergestellt worden sein. Mit Blick auf das letzte Woche angesprochene EIS-Prinzip wird dort also ein Schwerpunkt auf n-aktive und ikonische Repräsentationsformen gelegt. In der Sekundarstufe 1 steht dann besonders das Erkennen und Vergleichen von Symmetrieeigenschaften im Vordergrund. Und das sehen Sie beispielsweise an der hier eingeblendeten Aufgabe, die Sie sich einmal kurz selbst anschauen dürfen. Zunächst einmal geht es hier darum, dass die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, Achsensymmetrie und Punktsymmetrie zu vergleichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzudecken. Diese müssen auf der Ebene des intuitiven Begriffsverständnisses aber noch nicht konkret mit Eigenschaften belegt oder charakterisiert werden können. Es wird hier aber bereits das inhaltliche Begriffsverständnis angebahnt durch die Ausdifferenzierung von Achsen- und Punktsymmetrie. So sollen die Schülerinnen und Schüler in der folgenden Aufgabe in der Lage sein, zwischen Achsen- und Punktsymmetrie zu unterscheiden. Am Ende einer solchen Aufgabe sollte eine handlungsbezogene Definition im Sinne eines inhaltlichen Begriffsverständnisses erarbeitet worden sein, die etwa so lauten könnte. Lässt sich eine Figur längs einer geraden Linie so falten, dass ihre Teile genau aufeinander passen, so heißt die Figur achsensymmetrisch, beziehungsweise für den Fall der Punktsymmetrie, lässt sich eine Figur um einen Punkt so drehen, dass nach 180 Grad ihre Teile genau aufeinander passen, dann heißt die Figur punktsymmetrisch. In der jetzt eingeblendeten Aufgabe geht es darum, Figuren so zu ergänzen, dass eine Achsen- oder Punktsymmetrie vorliegt. Diese Aufgabe zielt also darauf ab, dass handlungsorientierte Definitionen, wie wir sie gerade eben gesehen haben, angewendet werden. Das heißt, wir können damit überprüfen, inwieweit bereits ein grundlegendes inhaltliches Begriffsverständnis vorliegt. Vielleicht lohnt es sich an der Stelle, wenn Sie die Aufgabe für sich einmal als Konsolidierung selbst lösen. Die Aufgabe ist für sich genommen schon sehr gehaltvoll. So muss, egal ob ich mich dafür entscheide, eine Punktsymmetrie oder eine Achsensymmetrie herzustellen, immer auch das entsprechende Zentrum bzw. eine Symmetrieachse gewählt werden. Jetzt bieten sich aber auch eine ganze Reihe an Differenzierungsmöglichkeiten an. Eine habe ich hier bereits aufgeführt. Es ist denkbar, die Schülerinnen und Schüler aufzufordern, eine Symmetrie herzustellen, indem sie möglichst wenig neue Striche einzeichnen. Weiter wäre denkbar, dass man den Auftrag gibt, die Figuren so zu verändern, dass beispielsweise eine zweifache Achsensymmetrie vorliegt oder eine Achsensymmetrie und eine Punktsymmetrie und so weiter und so fort. Zu einem inhaltlichen Begriffsverständnis gehört nicht nur die Fähigkeit, unterschiedliche Symmetrien zu unterscheiden und eine handlungsorientierte Definition im Kopf zu haben, sondern auch die Kenntnis von fundamentalen Eigenschaften. Diese können anhand von Aufgaben ganz gezielt auch selbst von den Schülern entdeckt werden. Ein Beispiel für die Achsensymmetrie sehen Sie hier. Die Schülerinnen und Schüler sollen in dieser Aufgabe die Figur zu einer symmetrischen Figur ergänzen entlang der vertikalen Gerade und folgende Entdeckungen machen. Symmetrische Punkte sind jeweils gleich weit von der Achse entfernt und die Verbindungsstrecken sind jeweils senkrecht zu dieser Achse. Weiter sollen sie erkennen, dass symmetrische Geraden sich entweder auf der Achse schneiden oder parallel zu dieser verlaufen. Und sie sollen zudem erkennen, dass symmetrische Strecken gleich lang und zueinander symmetrische Winkel gleich groß sind. Das dürfen Sie sich jetzt nochmal selber anhand dieser Aufgabe kurz vergegenwärtigen. Diese so erarbeiteten fundamentalen Eigenschaften dienen dann als Grundlage für die Konstruktion mit Zirkel und Lineal. Und dort tauchen im Wesentlichen zwei Typen von Aufgaben auf. Zum einen ist es denkbar, dass ich
eine achsensymmetrische Figur, insbesondere zwei Punkte dieser achsensymmetrischen Figur, vorgegeben habe und meine Aufgabe ist es, mit Zirkel und Lineal die dazugehörige Symmetrieachse zu konstruieren. Bei Typ 2 liegt eine Symmetrieachse vor und Sie sollen zu einem vorgegebenen Punkt den dazu symmetrischen Punkt konstruieren. Beide Konstruktionstypen rufen Sie sich einmal bitte kurz wieder in Erinnerung. Die angefügten GeoGebra-Applets, die Sie direkt unterhalb des Videos auch sehen, können Ihnen dabei helfen. Die Aufgabe, die Sie jetzt hier sehen, verlangt nun von den Schülerinnen und Schülern ein integriertes Begriffsverständnis. Einerseits müssen Sie in der Lage sein, die unterschiedlichen Symmetrietypen zu unterscheiden. Andererseits müssen Sie auch die Begriffe Achse, Verschiebungspfeil, Zentrum, Drehwinkel in korrekten Bezug dazu setzen. Generell geht es beim integrierten Begriffsverständnis darum, wie bereits vorher gesagt, ein Begriffsnetz zu entwickeln. Der Begriff soll in dieser Phase in einen größeren Kontext gesetzt werden. Wie hängen die genannten Begriffe zusammen? Wie hängt beispielsweise auch Symmetrie und Achsenspiegelung zusammen? Besonders Letzteres, der Zusammenhang zwischen Symmetrie und Achsenspiegelung, führt direkt zum formalen Begriffsverständnis. Der Begriff der Symmetrie, der sich in der ersten Phase als ganzheitliches Gestaltungsphänomen präsentiert, reduziert sich von einer formalen, fachlichen Perspektive einfach auf seinen Zusammenhang zu geometrischen Abbildungen. Eine formale Definition von Achsensymmetrie lautet demnach: Eine Figur ist genau dann achsensymmetrisch, falls sie durch eine Achsenspiegelung auf sich selbst abgebildet wird. Die Spiegelachse heißt in diesem Fall dann Symmetrieachse der Figur. Im Alltag wird der Begriff Symmetrie tatsächlich häufig auf eine solche Achsen- oder Spiegelungssymmetrie verengt. Demzufolge wäre eine Figur genau dann symmetrisch, wenn sie durch Spiegelung an einer Geraden wieder auf sich selbst abgebildet wird. Wir haben aber bereits in den vorangegangenen Beispielen gesehen, dass auch Punktsymmetrien, Drehsymmetrien oder Verschiebungssymmetrien existieren und in diesen Fällen existiert eben eine Punktspiegelung oder eine Drehung oder eine Verschiebung, die die symmetrische Figur wieder auf sich selber abbildet. Damit lässt sich der Begriff der Symmetrie allgemein folgendermaßen mathematisch formal definieren. Eine Figur heißt genau dann symmetrisch, falls sie durch eine Kongruenzabbildung auf sich selbst abgebildet wird. In solchen Fällen spricht man von einer Deckabbildung der Figur. Es wäre sogar denkbar, den Begriff der Symmetrie noch weiter zu fassen und auch andere geometrische Abbildungen, nicht nur Kongruenzabbildungen, zuzulassen. Wie so etwas aussehen könnte, werden wir uns in Kapitel 5 und 9 noch näher anschauen. Für den Moment belassen wir es aber genau bei dieser Definition. Um diese vollständig zu durchdringen, wird es nötig sein, dass wir uns mit dem Begriff der geometrischen Abbildung näher auseinandersetzen und das werden wir im nächsten Abschnitt tun. Bevor Sie aber zum nächsten Abschnitt übergehen, würde es sich zur Konsolidierung hier anbieten, das Phasenmodell nochmal an einem weiteren mathematischen Begriff zu durchdenken. Überlegen Sie sich einmal, wie die Phasen für den geometrischen Begriff der Figur inhaltlich ausgestaltet und konkretisiert werden können.